herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16. Wir sind in Valut. Wir wollen zum Drachengrab, beziehungsweise wollen auch Odin stellen, der wiederum Barnabas ist oder von Barnabas verkörpert wird. Haben uns jetzt hier schon gut durch den Turm gekämpft mit vielen, vielen Aufzügen. Haben hier gerade zwei größere Bosse erlegt. Ich gehe davon aus, dass jetzt bald Odin kommen wird. Deswegen haben wir ein kurzes Päuschen gemacht und fangen jetzt genau hier an. Ich hoffe, dass noch ein paar Tränke dazukommen. Ich habe ziemlich großzügig Steinhauttonikum verballert. Ah, da, Tränke, sehr gut. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen, aber schauen wir mal. Vielleicht brauchen wir es auch nicht unbedingt. Mal gucken, wobei Barnabas war schon ich spüre es. Ziemlich kräftig. Und ja, gut. Ich gehe davon aus, dass wieder eine Stunde Bosskampf kommen wird. Mit 20 verschiedenen Phasen. Oder? Nein. Doch. Oh. Die Klinge will gefüttert werden, damit ihre Schneide scharf bleibt. Mörder. Was sorgst du dich um diese wertlosen Kreaturen? Sie sind nichts. Schwach, schon vom Augenblick ihrer Geburt an, gieren sie nach Macht, die ihrer Art nicht zusteht, und zerfleischen sich dabei letztlich selbst. Wie Schafe, die sich im Dreck zusammenscharen und jene zerstampfen, die mit einem goldenen Vlies gesegnet wurden. Nur um ihre eigene kümmerliche Existenz ertragen zu können. Vorurteile und Hetzerei, Zerwürfnis und Konflikte, alles Schlechte dieser Welt entspringt der Bosheit des menschlichen Herzens. Bosheit geboren aus dem Schmerz und dem Leid des freien Willens. Er ist es, der euch von eurem ersten bis zu eurem letzten Atemzug zerfrisst. Du irrst. Er zerfrisst mich nicht. Er macht mich aus. Jede Entscheidung, selbst eine falsche, treibt mich erst voran. Also laufe ich weiter. Nicht als Marionette. Als ein Mensch. Was bist du? Auch ich habe einst in solch einfachen Strukturen gedacht. Was? Vor langer Zeit schenkte Gott der Menschheit die Gabe der Magie. Und mit dieser Gabe schuf sie herrliche Zivilisationen. Doch mit der Zeit verlor die Gabe Gottes ihre Bedeutung. Die Ära des Gemeinsinns wandelte sich zur Ära der Habgier. Für Schwerter und Flammen wandte der Mensch sich vom Schöpfer ab und beschwor durch sein Tun die Fäule herauf. Dennoch behielten einige wenige weiterhin den Blick auf den Himmel gerichtet. Und sie beteten zu Gott, dass er sie zurück zum Pfad des Rechts führe. Der Herr erhörte sie und antwortete: Den Würdigen werden sich die Tore des Paradieses öffnen. Also streckte ich meine Arme weit aus und ließ meine Seele in die Wogen des Äthers gleiten. Ich gab mich dem Schöpfer hin. Aha, schön für dich. Gratulation. Thank you.
Er nahm mein Opfer an und sprach zu mir: Nur wenn ihr Sterblichen lernt zu dienen, sollt ihr Erlösung erfahren. Siehst du, das Paradies liegt nur einen Schritt von uns entfernt. Wieso zögern wir noch? Wir müssen unsere alten Sünden von uns abstreifen. Denn nur jene mit reinem Herzen werden Einlass in die neue Welt erhalten. Ich werde uns retten. Doch alles beginnt und endet mit dir. Du bist der Schlüssel, Mythos. Und ich werde dich ihm darbieten. Ein neuer Beweis für meinen Glauben. Du hast dich selbst aufgegeben, nur um deinem Gott zu dienen? Sag mir, nennst du das Leben? Das, wonach du strebst, ist keine Erlösung. Das ist Verdammung. Zu leben bedeutet, frei zu sein. Ohne eine Wahl gibt es keine Existenz. Wenn du meinst, dann komm. Zeig uns die Stärke deines Willens. Die Stärke meines Willens wird nicht dein Ende sein, sondern die Schwäche deines. Du hältst deinen Willen für stärker? Beweise es. Bevor dieser Tag endet, wirst du die Wahrheit erkennen. Als seinen Leib erwählt. Und doch hältst du an deiner falschen Hoffnung fest. Aber es gibt keine.
noch Tränke. Schon im Bedrängnis? Von der Wahrheit abgewandt hast, Barnabas. Wir sind nicht so schwach, wie dein Gott es glaubt. Okay, das
hat nicht geklappt. Schwäche selbst zur Waffe gemacht? Verzeihe mir. Du bist nicht so dumm, wie ich angenommen hatte. Und so endet es. Das hast du schon mal gesagt, glaube ich. Nein! Oh! Bist du etwa schon erschöpft, Mythos? Dein störrischer Trotz erregt mein lang erstarrtes Herz, füllt es mit einer Freude, die ich seit Ewigkeiten vermisse. Welch Genuss! Der verlockende Kuss zügellosen Vergnügens, ein Traum, den ich verloren geglaubt hatte. Und nun, da dieses süße Gift rauschend durch meine Adern strömt, werde ich es bis zum letzten Tropfen genießen. Aber sonst geht's gut. Beweise deinen Wert, Mythos. Ich will an dir verbrennen. Verstehst? Oh Gott. Ja gut, ohne Tränke eher schwierig. Du
war nicht schnell genug. Na toll. Na toll. Unseres Herrn. Nein. Gott, wie dein Leben.
sie mir vom Haupt nehmen können. Komm! Hast du die Kraft? Hast du den Willen? Ganz knapp. Ja, okay. Macht aber nichts. Dann gehen wir mit vollen Tränken da wieder rein in diese Phase. Aber das, liebe Leute, machen wir beim nächsten Mal, weil da kommt garantiert noch viel mehr. Weil noch ist er ja nicht voll erwacht. Naja, doch teilweise schon. Aber wie gesagt, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und wir sehen uns. Ciao, ciao, meine Lieben. Bis dann.